Hallo, so ich wohne aus Bellingham, Washington und ich spreche Deutsch. Ich habe Familie in Deutschland, so ich Deutsch spreche. Ich habe die kleine Hobbit auf Deutsch. Meine English Edition ist nicht hier, so ich kann nicht auf Englisch lesen für dich. Aber auf Deutsch, ich kann meine Gollumvoice sprechen für dich. So hier, ins deine Kapital, Rätsel in der Finsternis. Was hat Wurzeln, der keiner sieht, reckt höher als Bäume und Wipfelsaume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht? Leicht, sagte Bilbo, vermutlich. Leicht zu raten, das Ding da muss einen Wettkampf mit uns machen, mein Schatz. Wenn mein Schatz fragt und es antwortet nicht, dann fressen wir es, mein Schatz. Wenn es uns fragt und wir antworten nicht, dann tun wir, was die Ding will, he? Wir zeigen ihm den Weg ins Haus, gewiss! In Ordnung, sagte Bilbo, der nicht zu widersprechen wagte und sich den Kopf zermarterte, denn er musste auf Rätsel kommen, die ihn vor dem gefressen werden bewahrten. 32 Schimmel auf einem roten Hahn. Erst malmen sie, dann stampfen sie und warten weiter lang. Das war alles, was er sich ausdenken konnte, der Gedanken ans Fressen ge beschäftigte ihn sehr. Außerdem war es ein ziemlich altes Rätsel, das auch Gollum kannte, genauso wie ihr es kennt. Alter Mist, zischte Gollum. Zähne, ha! 32 Zähne, mein Schatz, aber wir haben nur sechs. Dann fragte er sein Spitzelrätsel. Moment, Moment, Moment. Aber, nein, nein, nein. Streit ohne Stimme, fleckt ohne Finger, beißt ohne Zahn, murmelt und pfifft, kein Mund hat's getan. Einen halben Augenblick, rief Bilbo, der noch immer den peinlichen Gedanke plagte, gefressen zu werden. Glücklicherweise hatte er einmal etwas Ähnliches gehört. Nachdem er sich gesammelt hatte, fiel ihm die Antworten ein. Wind, Wind, natürlich, sagte und er war so zufrieden, dass auf der Stelle ein neues Rätsel ersann, das würde diesem hässlichen kleinen Untergrundwesen ganz schön zu schaffen machen, dachte Das Auge im blauen Gesicht sah ein Auge im grünen Gesicht. Sieht genau aus wie mein Auge, sagte der erste Auge. Doch so tief unten blinzle ich nicht. Ich stehe droben im blauen Gesicht. Sagte Gollum. War nun schon eine so lange Zeit unter der Erde, dass die Welt oben beinahe vergessen hatte. Aber gerade als Bilbo anfing zu hoffen, dass der Kerl nicht würde antworten können, kamen diesem Erinnerungen an längst vergangene Zeiten, als noch mit seiner Großmutter in einem Loch in der Böschung eine Flusses gehaust hatte. Meine Schatz, sagte Sonne auf Gänseblümchen, jawohl, das bedeutet es. Aber diese ganz gewöhnlichen, oberirdischen, Alltagsrätsel langweilten Gollum. Auch erinnerten sie ihn an Tage, da noch nicht so einsam und schleimig und hässlich war, und das verdarb ihm die Laune. Noch schlimmer, sie machten ihn hungrig. Deshalb versuchte es diesmal mit einem schwierigen und ungemütlicheren Rätsel. Man kann es nicht sehen, kann's nicht aufstören.
kann es nicht fressen und kann's auch nicht hören, liegt hinter den Sternen und unter dem Gestein, rüstelt in alle Höhlen hinein, kommt zuerst und fürcht auch zuletzt, löscht aus alles Leben, bis keiner mehr schwitzt. Unglücklicherweise für Gollum hatte Bilbo dieses Rätsel vorher schon einmal gehört und so war die Antwort ihm geläufig. Das Dunkel, sagte er, und Meister Zeck nickt einmal den Kopf kratzen oder die Stirn runzeln. Der Schrein oder Denkel, Schlüssel, Scharnier birgt einen goldenen Schatz, glaub es mir, sagte er. Um Zeit zu gewinnen, damit sich eine wirklichen Hartenuss ausdenken könnte. Er glaubte dies sie ein furchtbar lichtes Rätsel, obgleich nicht in den üblichen Wörtern gefragt hatte. Aber für Gollum war es unerwartet schwer. Sichte vor sich hin und doch konnte nicht antworten. Wisperte nur und gurgelte. Nach einer Weile wurde Bilbo ungeduldig. Nun, was ist es? Fragte er. Und die Antwort ist nicht etwa ein überkochender Kessel, wie ihr vielleicht denkt. Jedenfalls muss ich das aus dem Geräusch reißen, das ihr da eben von auch euch gebt. Gebt uns eine Chance, gebt uns bloß eine Chance, mein Schatz. Nun, fragte Bilbo, nachdem lange genug gewartet hatte, wie steht es mit eurer Antwort? Aber plötzlich erinnerte sich Gollum in Nesti Berein, wo lange seid und wie am Flüssefer saß und seine Großmutter ihn das aussagen lehrte. Eier sind's, sichste Eier sind's, gleich fragte weiter. Atemlos lebt es, kalt wie der Tod schwebt es, fühlte keinen Durst und doch trinkt es, trägt ein Kettenhemd und nicklingt es. Auch Gollum glaubte seinerseits, dass dies eine fruchtbar leichtes Rätsel wäre, da selbst immerzu an die Antwort dachte. Aber konnte sich in diesem Moment. Es ist eine lange Stunde. Ich will nicht lesen alles von diesen, aber das ist meine Gollum-Voice. Mein Deutsch ist nicht so gut. Ich spreche Englisch. Aber ja, das ist meine Gollum-Voice für dich. So, ja, danke schön.